Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Immortals Phoenix Rising. Ja, wie ihr bestimmt an meiner Stimme ein bisschen hören könnt, bin ich immer noch nicht oben auf. Es ist wieder ein neuer Tag und es ist schlimmer. Deswegen quietsche ich gerade so ein bisschen fröhlich vor mich her mit der Stimme, weil die, beziehungsweise mein Hals auch ziemlich entzündet ist. Ich hoffe trotzdem, dass ihr mich ertragen könnt und dass wir hier mit der Quest weitermachen können. Ich bin gerade am Gucken. Wir müssen da hinten hin. Schau mal. Da ist was am Leuchten, aber das sieht mir so nach einer Herausforderung aus. Aber hier oben ist was Feines. Oh, okay. Was Feines, was wir kaputt machen können, wollte ich gerade sagen. Aber das hat mit der Herausforderung zu tun. Okay. Nee, das war die falsche Seite. Ich wollte eigentlich sprinten. So, da oben ist auch noch was Feines. Hier ist kein Loch. Das ist gut. Das werden wir uns doch direkt mal nehmen. So, aber es sieht irgendwie aus, als ob wir hier unten hin müssen. Finde am Tempel die Tür mit dem Schild. Heißt das jetzt, ich muss vorher dieses Rätsel hier machen? Oder heißt das, dass es irgendwie von außen? Weil das sieht mir so ein bisschen aus. Es springt hier irgendwie immer rum, ne? Na, jetzt ist es wieder da. Also für mich sieht das eher aus, als ob das wirklich hier in der Mitte ist. Da oben ist auch noch was, sehe ich gerade. Moment. Kann man das irgendwie wegschießen? Nee. Wie soll ich denn da oben hinschlagen? Hä? Okay, den müssen wir uns dann später mal annehmen. Gut. Oh Gott. Wie viele müssen wir denn noch von den Dingern hier holen? Ach du Scheiße. Okay. Zwei, als drei, Phoenix vier, fünf, den Gerichtshof sechs. Betrat, sah sie 12 Stühle. Ja. Einen für jeden der 12 Athener, die über das Schicksal des rachsüchtigen Orestes entschieden. Ach ja, 6 wollten ihn an die Erinien ausliefern, die anderen 6 wollten ihn freisprechen. Letztlich lag die Entscheidung bei Athena. Das hilft mir jetzt nicht wirklich weiter. Okay. Hier ist, glaube ich, nichts, wo wir was holen können, ne? Kann hier irgendwas machen? Hallo? Ich habe eigentlich geschlagen, aber ist in Ordnung. Du kannst auch gerne da hochklettern, wenn dir das lieber ist. Okay, also hier ist nichts. Das heißt, ich vermute mal, dass die Sachen draußen sein werden. Die wir noch holen müssen. Die können doch nicht so weit weg sein, oder? Hier geht's wieder rein. Da gibt's was zu sammeln, immerhin. Oh. Okay, dich können wir nicht sammeln. Obwohl schon irgendwie auch, ne? Ey, ich bin gesprungen! Idiot! Ey. So haben wir aber nicht gewettet hier. So. Wo kam die denn jetzt her hier? Aber hier ist zumindest noch was. Moment, da hinten ist irgendwie ganz komisch, als ob sich das... Ah ne, der ist... Das war der eine, okay. Ich wollte gerade sagen, als ob sich da jetzt hier einer materialisieren will. Das war die falsche Taste. So. Aber uns fehlen immer noch 9 Stück. Aua. Da kann man was kaputt machen, glaube ich. Das war jetzt ein guter Hinweis, dass ich dagegen gerannt bin. Ich mache mir immer selber... Was war das denn hier? So geht das aber nicht. Ich mache mir hier immer selber die besten Hinweise. So. Hoffe ich zumindest. Funktioniert das? Ja, es funktioniert. Perfekt.
So. Aber da oben muss das doch irgendwas auf sich haben. Ich verstehe es nicht. Wie soll ich da hochklettern, um dagegen zu hauen? Ist hier oben noch irgendwas? Ich denke nicht, oder? Ja, da ist nichts. Und da oben hatte ich zumindest eben ja auch nichts gesehen. Okay. Dann schauen wir hier nochmal. Oh, schlimm. Ich kann meine eigene Stimme gerade nicht hören, aber ich hoffe, bei euch ist das nicht so schlimm. Moment, aktivieren. Und jetzt? Ja. Ach so. Oh Gott. Ja, komm. Hat das noch einer? Nein. Oh, nein, 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 geh da raus, geh da raus. Oh. Nein, noch einer. Oh, okay. Wow. Ja, heb auf, komm. So. Puh. Da war ich jetzt so gar nicht drauf eingerichtet, dass ich jetzt hier ein Rätsel mache. Muss. Aber okay. Ich glaube, hier war sonst nichts mehr, ne? Da waren wir ja eben. Okay, also haben wir jetzt schon mal die, die hier in der direkten Umgebung sind, quasi abgefangen. Das ist schlecht. Weil das nämlich heißt, dass ich irgendwo anders dann noch was finden muss. Gut. Geht's noch einmal runter. Vielleicht haben wir dann hier sozusagen die nächste Ebene, wo wir wieder was bekommen können. Vielleicht haben wir hier aber auch nur Deko. Mal sehen. Okay, das sieht eher schlecht aus. Ich will jetzt hier auch nicht zu weit rauslaufen, weil ich irgendwie Panik habe, dass das dann wieder zurückgesetzt wird. Hier ist doch... Ach ja, hier ist ja noch ein Schieberätsel. Aber das kann ich wahrscheinlich erst dann machen, wenn ich das freigeschaltet habe, ne? Dann wird wahrscheinlich das Schieberätsel aktiviert. Nehme ich mal an. Und wenn das dann geschafft ist, dann werde ich mir wahrscheinlich die Belohnung abholen können. Aber das hier oben, das stört mich immer noch. Ich glaube nämlich, da ist auch so ein Teil drin. Ich kann aber doch keinen aufgeladenen Schuss oder sowas machen. Also ich habe mal aufgeladenen Schuss, aber der bringt mir nichts. Der Apollons Pfeil, war der stärker? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ja, anscheinend nicht. Da muss ich da irgendwie... Auch nicht. Das ist auch nichts, wo ich irgendwie speziell hintreffen muss oder so, ne? Kann ich da... Kann ich auch nicht angreifen? Was ist denn... Ach so, Moment. Was ist denn... Oh Gott, jetzt wird es ganz kompliziert. Geil. Geil, geil, geil. Jetzt haben wir keine Ausdauer mehr, aber es ist mir egal. Ja, cool. Auf sowas komme ich immer erst zum Schluss. Okay. Boah, ich hasse das, wenn man am Sprinten ist, wenn man etwas in der Hand hat, dass man nicht vernünftig lenken kann. So, die Frage ist jetzt, ich gehe mal stark davon aus, dass ich die alle gleichzeitig aktiviert haben muss. Ich nehme jetzt den mal hier runter. Setze den mal da drauf. Ja, da weiß ich zumindest, die Hälfte habe ich schon mal.
Ja. Die Frage ist nur, was können wir dann noch machen? Da unten sind drei Tiere. Da muss ich auf jeden Fall auch noch mal hin gleich. Aber das... Also es sieht mir wirklich nicht so aus, als ob man jetzt hier noch weitere Sachen aus der Umgebung nehmen sollte. Die Frage ist... Kann man hier... Aber wir haben keine Steine und nichts, die wir eventuell nehmen könnten, ne? Wenn du nicht weiterkommst, dann ändere deine Perspektive. Aber das bringt mir gerade auch nichts. Hier sind noch Statuen, aber ich glaube jetzt nicht, dass die Statuen uns irgendwie weiterhelfen. Die kann man nicht nehmen oder so, nehme ich mal an. Ne? Kaputt schlagen auch nicht. Haben wir denn hier wirklich gar nichts, was wir irgendwie einen Felsen oder irgendwas, was wir kaputt machen können? Ich meine, ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass das Sinn und Zweck ist, weil wir jetzt überall die Würfel gefunden haben. Ich habe nur, wie gesagt, ein bisschen Angst, dass wenn ich mich zu weit von hier entferne, dass das Ganze dann resettet. Das wäre dann natürlich auch scheiße. Also hier in der Umgebung scheint aber nichts mehr zu sein. Ich finde jetzt auch keine. Da ist noch ein Baum. Moment. Das ist ja nur leicht, ne? Wir können doch theoretisch auch Bäume machen. Wenn wir den hier... Du sollst den Baum machen, Mann. Okay, das scheint aber nicht zu gehen. Nee. Hier irgendwo versteckt in den Büschen oder so haben wir jetzt auch nichts, nehme ich mal an. Da können wir noch gucken. Ja, aber das wäre so dämlich. Ich meine, ich traue jedem Spiel alles zu. Aber das wäre so dämlich, wenn da jetzt irgendwas in den Büschen versteckt wäre. Tja. Ich will jetzt auch nicht mit euch eine halbe Stunde hier sinnlos in der Gegend rumlaufen. Das ist jetzt mein Problem. Damit kann das aber auch nichts zu tun haben. Weil damit kann man nichts machen. Die Schilde hier. Kann man auch nicht benutzen. Hier ist auch nichts. Muss ja immer so ein bisschen nach oben gucken. Da nicht eventuell noch irgendwas ist. So, hier haben wir im Endeffekt nur das eine, was wir kaputt machen können. Oder war draußen noch eine Statue? Ja, da war noch eine Statue, aber... sie hatte, glaube ich, unten keinen Sockel dran, oder? Und nee, das war nur die Statue selber. Hm. Ja, ihr Lieben, aufgrund der Tatsache, dass ich jetzt das Video nicht unendlich in die Länge ziehen möchte, würde ich sagen, dass ich hier... Was höre ich denn hier eigentlich? Das ist aber mein Phoenix, glaube ich nur, ne? Dass ich hier nochmal genau alles, ja, zerschlagen werde, anschauen werde, was weiß ich was. Vielleicht werde ich auch wirklich hier die Gegend mal verlassen. Wenn es sich dann resettet, dann muss ich halt nochmal alles neu machen. Das wäre dann natürlich sehr blöd, aber ja,
Ich wüsste jetzt ansonsten ehrlich gesagt nicht, wie ich das Ganze hier lösen sollte, weil uns fehlen halt 6 Teile. Es ist nicht so, als ob uns jetzt ein Teil fehlt oder so. Uns fehlen 6 Teile. Dementsprechend, ja, laufe ich hier nochmal so ein bisschen in der Gegend rum, mache alles um mich herum ein bisschen kaputt, was ich machen kann. Vielleicht kriege ich hier doch noch den einen oder anderen Baum, den ich kaputt machen kann, wo ich dann was dahinlegen kann. Ich weiß es nicht. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Aber es sieht eher schlecht aus, weil die Bäume hier scheinbar gar nicht kaputt gehen. Also gar keiner von den Bäumen hier. Und ja, dann hole ich euch gleich wieder hinzu. Bis gleich. Nee, oder? Ich habe jetzt was herausgefunden. Ich weiß aber nicht, ob das funktioniert. Ich bin jetzt hier rumgelaufen und sehe gerade, dass hier einige von denen diese Eulen hinten dran haben und andere nicht. Jetzt werde ich mal versuchen, einfach die Dinger überall dran zu machen, wo die Schilde dran sind, also wo die Eulen dran sind. Und weil da ganz oben war nämlich ein Teil drauf. Das könnte eventuell bedeuten, das ist keins, ne? Nee. Es könnte nämlich eventuell bedeuten, dass das schon mal ein Hinweis gewesen ist. Ich hoffe es, weil ich finde hier einfach keine anderen Sachen mehr. Moment, da fehlt noch was. Das hat, glaube ich, keins. So. Ernsthaft? Oh. Ich bin so dämlich manchmal, ehrlich. So, das ist nur wichtig, dass das richtig herum ist, soweit ich weiß. Ja, wie war das nochmal mit dem Drücken? Wieso kann ich das nicht drücken? Moment. Ach so, das ist gesperrt. Okay, 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 okay. Dann. Moment. Eigentlich ist das ganz einfach. Wir müssen das nach unten haben. Das heißt, das da. Genau. Ich hoffe, ich habe das jetzt gerade richtig gesehen. Nein! Ach, dann kann ich das ja gar nicht. Doch, kann ich wohl. Dann kann ich das nach oben schieben, aber das andere nicht nach rechts. Ach, das ist doch scheiße. Ich hasse es, dass das so blockiert ist. Das heißt, eigentlich müsste man das erstmal nach da schieben. Das rüber. Unten. Das raus. Genau, so in die Richtung, ne? Oh, oh. Mist. Wenn ich... Das geht nicht. Oh, ich hasse diese blockierte Sache, ehrlich. Springen, komm. Tu mir das jetzt nicht an. Oh, okay. So. Ich war übermütig. Als Architekt des Minotaurus-Labyrinths suchte ich kaltblütig nach Perfektion. Ich ermordete meinen Neffen. Aus Angst, sein Genie könnte meins übertreffen. Ich wollte der Größte sein. Ja. Und jetzt, Ich bin die ewige Wahrheit.
Turm, ernsthaft. Neue Welt. Haben wir jetzt schon einen Kreis? Noch nicht. Die Frage ist jetzt, wo wir das gelöst haben, können wir die eventuell auf die anderen stellen und dann kriegen wir die Tür? Oder war das jetzt alles nur Fake? Und das hier ist die Tür, okay. Das ist die Tür. Da hat sich aber eben auch nichts getan, das weiß ich hundertprozentig. Ja, ich weiß jetzt leider nicht, was hinter dieser Tür ist. Der Priester von Apollon? Ach, hey, du. Was machst du denn hier? Du weißt schon, Prophetis, Prophetas. Ja. Seit der Prophezeiung habe ich so viel gelernt. Ich habe so viele Fragen. Oh Mann, alle haben Fragen. Bei dieser kleinen Göttin musste ich mir den Mund fusselig reden, damit sie mich in Ruhe lässt. Heldengestalt hier, Heldengestalt da. Athena? Du meinst den Pfad der Helden? Das war eine Prophezeiung? Naja, keine richtige. Nicht so ein abgefahrenes Zeug wie das, was bei dir passiert ist. Aber sie wollte einen Plan. Also habe ich mir was ausgedacht. Ausgedacht? Aber wenn der Heldenpfad nur ausgedacht ist, wie soll ich denn dann an den Stab der Zeit herankommen? Oh, versuchst du das etwa wirklich? Es gibt gar keinen Stab der Zeit, oder? Aber ich war die Heldengestalt. Das sollte mein Schicksal sein. Vielleicht. Aber weißt du... Manchmal passieren die Dinge aus einem Grund, den wir nicht verstehen. Verstehst du? Eine falsche Prophezeiung kann trotzdem dein echtes Schicksal sein. Wer weiß das schon? Ein Orakel? Ja, viel Erfolg, wenn du eins suchst. Na gut, ich gehe dann mal. Ja, man sieht sich. Bis dann. Meinst du? Ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht. Tja, du dachtest, ich dachte, der Stab der Zeit sei echt reingelegt, Prometheus. Mhm. Du warst es, der getäuscht wurde. Wie kann das sein, wenn ich die Geschichte erzähle, in der die Täuschung aufgelöst wurde? Ich habe den Stab der Zeit benutzt, um die Geschichte so zu ändern, dass es ihn gar nicht gibt. Was hat Phoenix vor? Tja, was habe ich vor? Das ist eine sehr gute Frage. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal gucken, dass ich mir ein Reittier besorgen kann. Es sei denn, es sind die gleichen Reittiere wie die, die ich schon habe. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Alles gut. Das sind anscheinend nicht die gleichen. Ja. Ich habe auch das Rätsel oben gelöst. Du brauchst keine Angst zu haben. Yes. Und wie immer machen wir natürlich ein Erinnerungsfoto davon. So, zack. Damit ich auch immer noch weiß, wo das hier gewesen ist. So, und dann sollen wir nach... zurück zu Athena gehen. Ach, da unten ist das okay. Gut, das machen wir mal eben schnell. Und je nachdem, wie lang es dauert, kann es sein, dass ich das eventuell kurz rausschneide. Aber ich denke nicht, weil das doch recht schnell... Hi, tschüss. Weil das doch recht schnell geht hier. So. Das ist auch, glaube ich... Was war das denn gerade? Wieso bin ich jetzt wieder auf dem Reittier gewesen? Ich
bin runtergesprungen und direkt wieder draufgesprungen irgendwie. Na toll. Okay, ich meine, da waren mal irgendwelche Gegner. Ich hoffe, dass die jetzt nicht wiederkommen, wenn ich da jetzt hochgehe. Ich bin mir ehrlich gesagt aber auch nicht ganz sicher, ob da jetzt wirklich Gegner auf dem Weg waren. Irgendeinen Heiligenbaum habe ich gerade entdeckt. So, Moment. Hier können wir abkürzen. Ist das jetzt überhaupt das, wo wir hin wollten? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ist gar nicht. Das ist gar nicht das, wo wir hin wollten. Ach, der hat so geschrien, okay. Doch, es ist doch das, wo wir hin wollten. Aber irgendwie jetzt von der anderen Seite oder so, keine Ahnung. So, Athena, wo bist du? Athena? Guten Tag. Nein. Ich hoffe nicht. Oh, komm. Okay, dann nicht. Ja, töte die Löwen, habe ich doch schon. Ach so. Wo sind meine Opfergaben? Athena, dir geht's Wozu hast du ein Messer? Um dich zur Heldengestalt zu schlagen. Hast du denn nichts aus den Heldenrätseln gelernt? Alle Helden haben versagt, aber das hat sie stärker gemacht. Und zu dem Teil kommen wir jetzt. Du meinst den Teil, wo sie zu Geistern wurden? Die Prophezeiung sagt, dass meine Heldengestalt sein soll wie die alten Helden, um den Stab der Zeit zu offenbaren. Und die alten Helden wurden alle zu Geistern. Athena, halt! Das Orakel hat gelogen. Es hat dir eine falsche Prophezeiung gegeben. Die Prophezeiung ist wahr. Er sagte, mit dem Stab können wir... Also, wir werden groß und stark und könnten Typhon besiegen und die Zeit zurückdrehen. Wie denn, Athena? Wenn wir erst unter Typhons Bann stehen, sind wir seine Sklaven. Es gibt keinen Stab. Was soll ich denn tun? Seit er mich verwandelt hat, weiß ich gar nichts mehr. Die Prophezeiung hat mir wenigstens etwas gegeben, woran ich glauben konnte. Wir müssen an dich glauben. Du bist die Göttin der Weisheit. Wer einen Plan oder eine Strategie braucht, wendet sich an dich. Ist das dein Weg? Zu tun, was man dir sagt? Ich weiß nicht. Früher hat Zeus mir gesagt, was ich tun soll. Das stimmt. Wir sind das perfekte Team. Deshalb liebt sie mich so. Doch du bist seinem Rat nicht immer gefolgt. Du wusstest es besser. Diese Sterbliche! Athena, gegen Typhon brauchen wir dein Urteilsvermögen. Keinen albernen Zauberstab, etwas Solides, wie diesen Tempel. Mein Tempel? Ja, ich könnte seine Macht benutzen, um meine Essenz zum Vorschein zu bringen. Aber dann müsste man ihn reinigen. Ich weiß nicht, ob es das wert ist. Der Tempel ist wie du, großartig. Nur im Moment etwas reduziert. Mach dich nicht lustig! Mache ich nicht. Ich zeig dir, was ich meine. Als erstes müssen wir deinen Tempel wieder herrichten. Warum? Weil ich stur bin. So wie auch du es früher warst. Warte! Nimm meinen Segen. Den wollte ich dir eh geben.
um dich zu einem besseren, naja, Geist zu machen. Viel Glück, Phoenix. Wer braucht Glück? Die Weisheit ist auf unserer Seite. Ja, sehr schön. Tag des Gerichts, dass es gerade zu dunkel wird, finde ich nicht so schön. Nicht verdient. Doch, ich bin großzügig. Okay. Also bevor das hier gleich noch ausartet oder so, ich wollte mich eigentlich nur eben verabschieden, bevor der mich jetzt hier auch noch gleich wieder angreift da hinten, und wollte dann sagen, dass wir alles Weitere in der nächsten Folge sehen werden. Bis dann! Ciao!